Um beim Shark EvoLine dieses Teil auszutauschen, braucht man nur diese Klappe da, den kompletten Air Vent oben nach vorne schieben ein Stückchen und mit dem Fingernagel nach oben heben. Die komplette Abdeckung lässt sich nach oben heben und herum. Vorsichtig, das sind 6 Klammern, 2 hier und 2 hier. Und danach kann man mit einem Torx-Schrauben diese Schraube von unten lösen und das Teil tauschen. Man braucht nicht das komplette Innenfutter rausnehmen.